Oh, Niklas, ey, ich muss erstmal selber wieder kurz auf Stand kommen, ne? Ich bin da. Ich hatte auch leider keine Zeit zum Gucken. Ich konnte ja auch nicht weiterspielen. God of War, ich komme 2, Andromeda. Ja. God of War vielleicht irgendwann mal. XCOM 2 könnte auch immer mal wieder kommen. Und Andromeda, nein, danke. So. Kapitel 8 sind wir sogar schon. Riverside Institut Platz 1. Sind wir sogar. Ich glaube, das ist einfach nur Safe Spot. So, aber es geht los. Und dann machen wir kurz die Kim aus. Gleich wieder da. So. In der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Genau, stimmt, die Buchhandlung. Da war auch ein cooles Rätsel. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins darin aufbewahrt hatten. Ein in Menschenhaut gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Stimmt! Wir sind jetzt ja in der Ärztin, ne? Wir sind in der Ärztin und sind gerade im Krankenhaus. Ja, ich erinnere mich. So endete das. Ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Oh Gott, ich muss ja auch noch mal kurz einen Moment. Zack. Jo, repariert. Sorry. So. Okay. Und weiter geht's. Genau, wir haben ja letztes Mal noch den hier diagnostiziert. Der hat sehr, sehr komische Symptome, dieser Patient hier. Und zwar dehydriert er, obwohl er die ganze Zeit am Tropf hing und eigentlich immer Flüssigkeit zugeführt bekam und sowas alles. Und wir vermuten, dass sie hier in diesem Krankenhaus in einem bestimmten Stockwerk ganz wilde Experimente mit dem Patienten machen und irgendwie mit Oktopoden kreuzen wollen, die Menschen. Und die DNA und sowas. Auf jeden Fall gibt es hier einen so einen verrückten Wissenschaftler, der auch aussieht wie ein verrückter Wissenschaftler. Ja. Wir sind in der Ärztin. Irgendwie spielt Kubi das anders als ich. Wow, Funsparks. Genau, beim Oktopoden, ja. So. Genau, und hier haben wir jetzt gerade halt das diagnostiziert. Der hat sehr, sehr komische, komische Äußerungen. Der hat auch irgendwelche Saugnäpfe an den Fingern gekriegt und wie gesagt dehydriert. Und als sie den, aber genau, und dann wurde auch gesagt, als sie den gewaschen haben, also unter Wasser gehalten haben, da ging es ihm dann kurzzeitig besser. Also, ne? Man soll Bücher nicht immer nach einem Einband beurteilen. Das stimmt, Niklas. Aber in Menschenhaut eingebunden, das sagt, finde ich, schon viel über das Buch aus auch. Aber ich glaube, bei Menschenhaut sollte man irgendwann mal die Grenze gezogen haben. Die wollen Soldbags herstellen. Ich glaube auch sehr, ja. Okay. So, genau, in Fullers Büro gelangen. Und genau, haben wir mit Fuller kurz geredet und gesagt, irgendwas stimmt dir doch nicht. Er sagte, alles gut. Ich glaube, der wird wieder gesund und sowas. Fuller ist dieser verrückte Arzt, der das hier offensichtlich diese ganzen Experimente leitet. Nun, jetzt suchen wir mal hier Fullers Büro. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. Naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. A Call of Cthulhu, Shawnee. Sein, sag mal, Schauer-Adventure im H.P. Lovecraft-Universum mit dem Cthulhu-Mythos. Darum geht's hier grob. Es fängt ein bisschen holziger an. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das interessiert großartig. Ich hab's einfach mal so fuggelt gedacht, okay, zocke ich einfach mal. Und ich muss sagen, ich bin da positiv überrascht worden von. Hallo. Watch out for the water, Doctor. I know. So, Küche. Mit dir denn. May I help you? Jo. We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? Minoralu, hi, ein wunderschön. Ja, aber die Animation so ein bisschen, da gab es dann so ein paar Aufreger, ne? Und die sind tatsächlich ab und zu ein bisschen hölzern, aber ich glaube auch, manche Dinge sind einfach dem Grafikstil geschuldet, ne? So, okay. Ich werde sie selbst untersuchen. Ja, gemacht. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words. So we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Okay.
So, Küche, weiter geht's. Ich dachte, ich schau mal das Spiel bei dir an. Sieht interessant aus. Magst du ihn halt kurz beschreiben? Ja, man ist, also am Anfang, das Spiel startet, man ist in einem Albtraum, ohne dass man das weiß. Alles ein bisschen sehr What-the-fuck-Momente, überall irgendwelche Fischeingeweide und Haiköpfe und alles hängt da rum in den Höhlen. Dann wacht man auf in seinem Büro und stellt fest, man ist ein Privatdetektiv, der auch, so sag ich mal, sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Ehemaliger Kriegsveteran und, ne, alles ein bisschen kacke gelaufen. Und dann kommt aber jemand rein, der sagt, der gibt an den Auftrag, okay, vor 3 Monaten ist seine Tochter Sarah Hawkins gestorben in dem Feuer und das soll wohl ein Unfall gewesen sein. Er glaubte aber nicht an einen Unfall. Und Sarah lebte mit ihrem Mann und ihrem Sohn sehr zurückgezogen auf so einer Insel, die sich Dark Water nennt. Ja, und man selber soll jetzt dann rausfinden, ist dann dabei rauszufinden, was da denn wirklich passiert ist. Und das ist echt interessant inszeniert, muss ich sagen. Und man stellt dann so fest, okay, die Sarah hat wohl auch ein bisschen, war eine sehr eigene Künstlerin. Die hat schon sehr, sehr verstörende Bilder immer gemalt. Und das, ja, hat dann dazu geführt, dass die Polizisten gesagt haben, ja gut, ja, Fall abgeschlossen, alles ein bisschen kacke und, ne. Und die ist auch eben ein bisschen verrückt gewesen, so, ja gut, okay, Fall abgeschlossen, so, Unfall. Ja, und man selber kommt nachher noch auf die Spur, irgendwas stimmt da doch nicht so mit. Und dann passieren auch so ein bisschen paranormale Sachen tatsächlich. Es ist nicht irgendwie, also es gab jetzt, ich bin im Film schon so 10, 12 Stunden drin. Ja, oder so 10 knapp. Und, also es ist kein Jumpscare-Horrorspiel oder so, sondern eher so schaurige Atmosphäre die ganze Zeit. Es gab schon so 2, 3 Jumpscare-Momente, aber eher, man merkt, dass der Fokus definitiv nicht darauf liegt. Sondern eher so eine interessante Story zu erzählen, habe ich das Gefühl. Und alles so ein bisschen, ja, ist alles so ein bisschen krass gemacht einfach. Bisschen abgespaced. Geht halt auch primär um diesen ganzen Cthulhu-Mythos und, ne, H.P. Lovecraft. So ein bisschen alles sehr dark. Also wenn man das erstmal auf Darkwater, wenn man da hinkommt zu der Insel, denkt man erstmal, wie kann man hier überhaupt wohnen? Alles ist kaputt, alles ist so dreckig und dunkel und grünstich und, ja. Story finde ich ganz gut. Muss ich auch sagen, ist echt interessant gemacht. Interessant gemacht. Innerhalb dieses Szenarios. Auf jeden Fall. Och, der Hawkins Wing. Ja, Mensch. Kennt man doch, ne? Die Hawkins. Ja, und man sieht dann so sehr mehr oder weniger schreckliche Dinge. Es passieren sehr What-the-fuck-Sachen. Man sieht einen Polizisten sterben, der dann aber einen Moment später, wenn man im Krankenhaus wieder wach wird und mit irgendwelchen Drogen vollgepumpt, in der dann aber da lebt, obwohl man eigentlich mit eigenen Augen gesehen hat, dass er gestorben ist. Und man denkt die ganze Zeit, was ist hier los? Ist das hier alles Wirklichkeit? Ist das Traum? Bilde ich mir hier alles ein oder auch nicht? Oder so. Und hat auch so Rollenspielaspekte. Man kann... Oh Gott, das kann ich gar nicht auswählen, stimmt. Ja, Darkwater, man hat hier so ganz viele Informationen, die man so nachlesen kann über die ganzen verschiedenen Personen und so weiter. Es ist schon schwierig, sich kurz zu fassen. Lange Spielzeit glaube ich nicht so richtig. Ich glaube irgendwas mit so 15 Stunden um den Dreh habe ich gelesen. Weiß ich nicht. Was geht's ins Badehaus? Jenny, moin moin, hi. Und Simpel, hallo, hallo. Und Olkani, hallo, ein wunderschön. Alles klar, Shawnee, bis morgen. Alles klar, Freitags, mach's gut, mach's gut. Auf jeden Fall ist der größte Kultur. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, ich habe mich noch nie auseinandergesetzt so richtig. Ich wusste, sowas gibt es, ne? Klar, South Park und sowas geguckt. Aber ich habe mich da auch nie so richtig jetzt mit beschäftigt. Und das ist schon ganz schön krass abgefuckt, aber auf so eine, weiß nicht, auf so eine, okay, was passiert als nächstes Art und Weise? Die Rätsel finde ich auch super gemacht. Die Rätsel, die es bisher gab, die ein bisschen Hirnschmalz verlangten, muss ich sagen, sind echt klug gemacht. Es ist nicht so super simpel wie jetzt zum Beispiel als krasses Gegenbeispiel ein Skyrim im ersten Dungeon, wo man da einfach ein paar Bilder richtig drehen musste und sowas. So ist das nicht. Man muss schon ein bisschen mitdenken. Was hat Mokka gerade? Mokka hat gerade Feierabend quasi seit 15 Uhr. Minu. Ja, so ist das halt bei uns, ne? 9 bis 12 Uhr Mokka alleine, 12 bis 15 Uhr wir gemeinsam und 15 bis 18 Uhr ich alleine. So ist das halt bei uns seit Juli. Man ist sich also nicht sicher, ob man an der Matscheibe hat oder nicht. Genau, Punky Rock. Aber dessen kann man sich doch nie sicher sein, oder? Okay, so. Ich suche aber jetzt immer noch Fullers Büro. Denn Fuller ist hier der böse Arzt, der versucht hier Menschen mit Oktopoden zu kreuzen. Okay, kann man hier rein? Jo. Und alles in einer sehr interessant gemachten Atmosphäre. Cool, gute, also der Hauptcharakter hat eine sehr, sehr, sehr nice Synchro-Stimme, finde ich. Also das ist auch echt gut gemacht. Und auch die Musik und sowas, das unterstreicht das alles schon sehr gut. Das ist so jetzt mein Eindruck bisher.
Point and click weniger, Kiljana, tatsächlich weniger. Das ist schwierig, Sako, ne? Ja, Serien gucken, Filme, sowas halt, ne? Ab und zu mal essen gehen, Kino, was man halt so macht in der Freizeit. Und ab und zu zocke ich halt auch noch ganz schön viel off-stream, ne? So. Und ab und zu angeln, natürlich. Das Nachschlagewerk der medizinischen Wissenschaft. Ja, sehr gut, das können wir wieder Medizin. Wie ein Wörterbuch behandelt dieses Werk in alphabetischer Reihenfolge alle bekannten und praktizierenden medizinischen Wissenschaften. Für jeden der Einträge sind die Hauptwerke und die zuständigen Behörden aufgeführt. Ja, Mensch. Oder auch nicht. Ich dachte, das gilt mal wieder Wissenschaft, Medizin. Wir sind ja gerade nicht Peers. Also. Offline zocken nicht vergessen. Natürlich nicht. Genau, das meine ich ja. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Ja, alles gut, das weiß ich. Ja, und jetzt ist gerade ein speziellerer Fall, weil Pierce hat in einer wilden Buchhandlung einen Tresor geöffnet und da war offensichtlich das Necronomicon drin oder so, auf jeden Fall ein böses, darkes Buch in Menschenhaut eingebunden und wurde dann ins Buch gezogen und fand sich dann wieder in dieser Ärztin hier, die wir auch schon kennen oder kennengelernt haben innerhalb des Spielverlaufs. Okay, cool, ich zocke nur in meiner Freizeit. Ja, haben wir vorher halt auch ganz viel, ne, Psycho? Haben wir vorher auch. The answers must be hidden in Fuller's office. Okay. Ich weiß. Aber erstmal muss ich das Office finden. Block A, ich glaube, da sind wir hergekommen, genau. Hier ist das. Jetzt haben wir hier Abstellkammer oder so. Dieses höchst interessante Buch, das für ein breites Publikum geschrieben wurde, zeigt, wie nicht anerkannte Wissenschaften die moderne Medizin beeinflusst haben. Magnetismus, überlieferte Geheimnisse, chinesische Akupunktur, Hypnose, Kräuterkunde, Alchemie und viele andere haben zu Beginn des Jahrhunderts in gewisser Weise die Medizinkunde bereichert. Ha. Mobu, moin moin. Ich guck mal hier rein. My chest. Was ist los? Oh. Was hast du? Oh, Medizinkunde, genau. Was hat er denn? Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's sehr in gut. Your hands. Siehst du, jemand geholfen hier. Und es alles, es gibt ja ganz schön viele Entscheidungen, die man treffen muss, die alle Einfluss haben auf den weiteren Verlauf. Zumindest steht es immer da, ne? Man weiß halt nicht wie, inwiefern oder so. Weil ich halt keinen Vergleich habe. Für mich ist das Spiel halt so, wie es halt ist. Und wie es halt erlebt. He broke his back in an accident down by the docks. Okay. Ah, a whaling station. What's wrong with me? Oh, Simpel, vielen Dank für den Resub. Gerade gesehen. Doctor, is that you? Yes, Moment, it's Dr. Colton. Tell me gesehen, what happened. It's the old whaling station. See? Erstmal. Oh Gott. Isa Zamia, Ice-T, Schalle King, Nightclub Tony, Nice Nick, Crush Player, Syntec und The Shadow Psy, vielen Dank für eure Follows. Dann kommt Kado Tapu mit der Subskription, vielen, vielen Dank auch für deinen Support. Und Simpel mit den 20 Monaten, Resub. Grüße aus dem Lurk. Grüße zurück natürlich in Lurk, Simpel. Vielen, vielen Dank und natürlich euch beiden ein mit euch. Dankeschön, Dankeschön. Es hat wirklich Einfluss kopiert, mehr sage ich nicht. Okay, Fanswags, okay. Ich bin gespannt. Ihr habt das ja schon alle weitergespielt, manche von euch. Flachsau brauchst du nicht machen. Kannst du in Zukunft dann auch lassen, wenn du magst. Einen schönen Tag noch. Danke, dass du da warst. So. Die alte Walfangstation, sehen Sie? Genau, was dort passiert. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Okay. Wir suchen voll das Büro. Immer noch. Wo er seine Verrücktheiten auslebt. Rezeption.
Ach, hier ist er. Das ist der Polizist. Hallo. Ethan. Marie, I... What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Darüber haben wir es besprochen. Sie sind ein schlechter Lügner. Psychologie-Meister. Medizinkundemeister. Ich werde Ihnen ein Rezept ausstellen. Sie sind ein schlechter Lügner. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Die nur erschöpft ist wie eine Erkrankung. Ich sag mal, sie nur erschöpft. With everything that happened to you these last days, it's no wonder you're feeling stressed. Maybe. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Ja, der Polizist hat tatsächlich einiges gesehen. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Ah, ich weiß es nicht. Where did my fiance go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Ich muss immer noch Fullers Büro finden. Oh, wurde ja gegründet von Charles Hawkins. Der verstorbene Mann. Was haben wir denn hier? Und not for you, danke für den Host. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What? Okay, was ist los? What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. Da waren wir doch vorhin. I've done an exam. Genau. Deborah is looking after him. Exakt. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Yeah, yeah. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. What stage ja, den is haben he wir schon kennengelernt, glaube ich. You should go see for yourself, das war der, von dem ich am Anfang geredet habe. Ich möchte wieder Dr. Pierce spielen. Nicht Dr. Pierce, sondern Pierce. Storage. The operating room is never accessible after an operation. Okay, okay. Moin, moin. Da, Thomas Fuller, MD, Head Physician. Let's hope I can go through the administration office. Okay, dann muss ich durchs Verwaltungsbüro. Wait a minute. Where do you think you're going? Hör da rein. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Yeah. Petze. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Huh. Donovan ablenken. I have little time for you, Doctor. Aber wie? You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Die ist ja sehr reizend, ja. Endgegner, Endgegner, haben wir beim Bund damals immer gesagt, für die Sofortzimmerdame vom Kommandeur. Er sagt Driver, moin, hallo, hallo. Hmm.
soll man die denn ablenken? Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's Elizabeth? Hey. You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Wie Frau Donovan, wie eben bei uns. Warum wenden Sie sich an sie? Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. Okay, okay. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Okay, okay, wir sollen das Wasser abstellen. Mhm, das Wasser abstellen. Ja, ja, ja. It's temperamental, if I understand correctly. Okay, okay. Interessant. Okay, dann verfolgen wir mal das Rohr. Oh, jetzt komme ich auch nicht in den Boiler room. Is locked. Natürlich, natürlich. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. We are running out of this medicine. I know, doctor. We sent the purchase order though, but Mrs. Donovan. Theo, na. Moin, hola. Willkommen, willkommen. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. We've been waiting to be restocked for weeks. Okay. L'Uomo-Delinquente. Diese pseudowissenschaftliche Abhandlung von Cesare Lombroso setzt die Morphologie eines Menschen in Kontext zu dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstrationen können einen uninformierten Leser täuschen. Gut, wir müssen da immer noch rein. Aber wo kriege ich den Schlüssel her? Was ist mit dir denn? Warte mal. She's a witch. Everything all right, Dr. Colden? Hast du einen Schlüssel? All is well, Elizabeth. Thank you. I was making sure the water wasn't cut off yet again. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. Come now. Don't let that witch sap your morale. Genau. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Wahrscheinlich. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Alles gut, alles gut. Ich sage ihr auch nicht, dass wir vorhaben, das Wasser abzustellen, damit sie sich an Donovan wenden muss, damit wir dann da ins Büro kommen und da mal schauen können, was da abgeht. Okay, okay, was haben wir hier für eine Tür? Hier waren wir am Anfang. Genau, hier ist dieser komische Patient, der Oktopoden-Patient. Chronic insomnia. Like half the island. Das stimmt wohl. Kann mir jemand einen kleinen Tipp geben, der das schon weitergespielt hat? What's he doing here? Wo ich denn am besten in welche Richtung ich schauen sollte nach dem Schlüssel? Und ob ich den überhaupt brauche? Dr. Colden? Hello, Betty. Ah. I'm looking for the key to the boiler room. Huh. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. Ho-ho. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. Okay, ich bin schon im richtigen Raum. In dem Raum bist du richtig. Okay, okay. Another insomniac.
I should find the cause for such a widespread trouble. Huh. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. Alter. White froth. Evidently because of such drooling. Oh. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Marie Fandbeck, dankeschön. Those basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Whoa, whoa, whoa! Kaffee nähert sich Mund an. Ausgezeichnet, Flaxus, ausgezeichnet. Mein Kopf. Irgendwo muss doch hier der Schlüssel sein. Wenn ich schon im richtigen Raum bin. Suchen kann ich ja auch niemanden. Ah, da. Intoxication from breathing organic vapors. Huh. Huh. Game of Jacks, moin. Gut, also ich hab's jetzt schon ein bisschen länger gespielt, ne? Jetzt gerade ein bisschen, spielen wir den Ärztin und nicht mehr den Pierce-Detektiv aus mystischen Gründen. Und jetzt suchen wir hier einen Schlüssel tatsächlich, dass wir in den Heizungsraum kommen, um die quasi Vorzimmerdame von Dr. Fullers Büro abzulenken. Ha, Fansfrage, ich würde tatsächlich noch einen Tipp annehmen. Kermit, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was die letzten zwei Tage hier los ist, was sich für Leute hier rein verirren. Ollom, moin moin, hi. Das liegt hier nicht irgendwo, oder? Dr. Colden? Hello, ja, Betty. Ja. I'm looking for the key to the boiler room. What for? Ah, okay. Da habe ich wohl gerade kurz auf den Check geguckt. Perhaps ja. I should do the same with you. Warte, hier. I suspect, but be warned. It could easily be. You are. The key is in the dormitory office. Schwesternzimmer, Station B. Okay, danke schön. Stimmt, habe ich vorhin tatsächlich nicht gesehen. Schwesternzimmer, Station 2B. Log B. Schwesternzimmer. A. Also ja, da müsste ja hier B und dann im Schwesternzimmer. Wo ist denn hier das Schwesternzimmer? Ist das hier Reception von Block B oder was? Und Olnom! Fast ein halbes Jahr. Macht weiter so. Vielen Dank, Olnom. Dankeschön für 5 Monate und danke auch für die netten Worte. Natürlich auch weiterhin. Aber schon mit dir, oh mein Gott, und Heisenzwerg. Heisenberg mit den 28. Ja, moin und so. Ja, moin, Heisenberg. Vielen Dank für 28 Monate, Heisenberg. Und moin moin natürlich und weiterhin. Abendsloch auch mit dir. Ich kann nur Tipps geben, wenn Kuh was überliest, ja. Schön vielleicht in der Ecke, wo die Schwester stand. Ja, das hier sieht aus wie so ein Schwesternzimmer. Ich dachte immer, das ist wie so ein Büro dann. Also so stelle ich mir ein Schwesternzimmer vor halt.
diesem Büro dann für die Schwestern. The boiler room key is not in its place. Ach so. Dr. Fuller always keeps his key with him. Ah ja, okay. Hier habe ich den dann ursprünglich. Genau, das ist nicht an der Rezeption, dann im Schwesternzimmer 2B. Hier ist Block B. Aber hiervon das Schwesternzimmer, das ist doch alles ein Raum hier. Da, wahrscheinlich hier. Ja, ja, so stelle ich mir das vor. Das könnte das sein, dass das hier ist tatsächlich. Dann war ich also schon mal richtig. Diese Ecke hier könnte das sein, ne? Genau. Da. Da haben wir ihn doch. Sehr gut. Schluss ist Heizungsraum. Raum. Ja, den the haben wir key doch. To the boiler room. Sehr gut. Haben All I have to do is shut off the water. Genau. And hope Donovan takes the bait. Exakt. Das machen wir jetzt, ne? Sabi, hallöchen, hallöchen. Moin, moin. Ja, ja, ja. Hab ich. Alles gut, alles gut. Sabi, endlich muss ich Kaffee nicht mehr trinken, genau. So, mal eben die Boiler Room Tür finden. Genau, was war. Ja, hier ist der Boiler Room. Genau, mit dem Rohr. Okay. So, jetzt gehen wir mal rein hier. Jo, mach ich, Fanzbugs. Dankeschön, auf jeden Fall. So, was ist denn hier für ein Schmutz? Dann drehen wir doch mal das Wasser ab, würde ich sagen. Erstmal kurz gucken, ich weiß, ob hier noch irgendwas ist. Wahrscheinlich nicht, nein. Komm, dann drehen wir mal ab hier. Dreh mal ab! Was? I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Aber natürlich. Ja, hier liegt doch ein bisschen was. Kann man da nicht irgendwas nehmen für als Hebel oder so? Oder wie oder was? Ein Werkzeug finden, wow. Boah, Sabi, ja, ein bisschen Mokka-Salz heute Morgen bei sowohl PUBG als auch über den Mittag hinweg bei Call of Duty dann wurde dieses Salz fortgesetzt ein bisschen. Es geht, aber es geht. War schon mal schlimmer. Oh, was haben wir hier? The dose is prescribed by Fuller far too high. Ein Rezept für Barbiturate. Ausgestellt von Dr. Fuller. Die von Dr. Fuller ausgefordernden Dosen sind viel zu hoch. Interessant, neuer Hinweis entdeckt, Rezept. Ja, ja, genau. Und das, wenn man sowas halt entdeckt, dann kann man das in Gesprächen dann verwenden. Und hat dann quasi Wissen erlangt, ne? Das finde ich ganz, ganz nice eingefädelt. Ja nun, dann schaue ich nochmal in die Storage Room, ob da irgendwas ist. Ansonsten werde ich wahrscheinlich hier irgendwie nicht so ein Werkzeug finden, ne? Boiler Room war ich gerade drin, da brauche ich ja das Werkzeug für. Was haben wir hier? Das ist OP-Saal. Ein Motor ohne Salz wäre auch kein Motor, das stimmt allerdings auch, ja. Oh, was haben wir hier? This man, Edward Pierce. Ah, das sind wir. His file is incomplete. What did Fuller Interessant, do to him? Die Akte des Mannes Edward Pierce. Edward Pierce sind wir. Also der Privatdetektiv, den wir eigentlich hauptsächlich spielen. Unvollständig und Behandlungsdetails sind nicht vermerkt. Die übliche Praxis wurde hier nicht befolgt. Interessant, ein weiterer Hinweis für die Akte. Mhm, mhm. Doctor, those people need you at. I'll tend to it. Hab ich doch schon. Da hab ich mich schon drum gekümmert. Dr. Colden. Do you want something? Nee, nee. Ein Werkzeug. Wäre nice. Hm. Das war doch hier irgendwo ein Storage Room, das hab ich doch gesehen. Oder in der Küche mal eben gucken. Da war ich noch gar nicht drin, genau. Ach, hier wird also gepöfft. Mhm. Patients and hospital personnel eat the same food. Heute gibt's Gulasch. Offensichtlich. Hm, kann ich nicht. Muss halt ein bestimmtes sein, ne? Oktopoden-Gulasch. Nom, 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 nom. Oh, was haben wir hier? Hier war ich auch noch nicht drin. Oh, ah, ja, sehr gut. Da haben wir es. Da war das Werkzeug. Okay. So, hier nochmal dann. Oh, hier, da hinten. Hier rein. Nee, Grulaka. Oh, das ist es nicht wirklich. Das
Also wenn es so öfter Gulasch gibt, ja. Ist echt so. So, jetzt haben wir hier das Werkzeug und jetzt machen wir hier. Okay. So, Wasser abgestellt. Ich hoffe. I feel guilty about Elizabeth. Ja, ich weiß. But I need the diversion. Genau. Das kann ich nachvollziehen. Denn wir müssen in Fullers Büro. Denn irgendwas treibt dieser Mensch da. Irgendwas Wildes. Hier war das noch, ja. Ist sie jetzt schon? Nee. Warte. I have little time for you, Doctor. Ach so. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Ja. Okay, dann Bathroom Man war er. War sie. Und die soll dann da vorne. Dann soll sie Bescheid sagen bei Donovan und die macht dann Platz. So, Wasser ist leider wieder abgestellt. Ja, wir haben leider Probleme mit dem Wasser. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, leider. Oh Gott. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Du schaffst das schon. So, sagt Bescheid. Ist sie jetzt, genau. Genau, sie geht jetzt dahin. Sollte sie. Oh, mal sehen. Mrs. Donovan? Ja. I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow, even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan, I'm grateful to you for having kept me on despite that incident. I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom will quickly become a nest of germs. Oh, very well. I'll finish what I'm doing, and then I'll fix your blunders once more. Thank you, ma'am. Ihre Pfuscherei. Go chatter with your colleagues. That's what you do best. Wow. So. Geh jetzt. Geh. Ich brauch. Du musst weg, damit ich da rein kann. Genau, alles nach Gefühl, richtig. Aber nachgefüllt, da braucht man nichts reinigen. Wow, Leo. Moin, Leo erstmal, hi. Und Kaduz, moin, willkommen. Entschuldigung, war. Ja, was ist jetzt hier mit dem Wasser? Muss ich hier ein Stück weit dran vorbei, oder? Ah, warte mal, sie steht jetzt eh da hinten. Kann ich also jetzt hier rein? Ja. Last. So. The missing files must be hidden here. Okay, lass uns mal schnell suchen hier. The Stendhal syndrome. Psychologische Schule. Oh. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Psychologische Studie. Eine Studie über das Stendhal-Syndrom, eine besonders seltene Geisteskrankheit. Betroffene zeigen psychische Störungen aufgrund einer Reizüberflutung, wenn sie Kunstwerken ausgesetzt sind. Aha. Ist manchmal etwas orientierungslos, manchmal. Aber das geht bei dem Spiel, hält sie das echt in Grenzen tatsächlich. Ja, ich dachte, das wäre schon das Büro. So. Schauen wir halt alles sehr gerne mal genau an, ne? So, was gibt's denn hier noch? Was? Das war doch nicht das Einzige. Sonst wäre das ja schon weg hier. Vorne mal gucken in die anderen Regale hier. Achso, das ist die normale Außentür, ja. Something is wrong with these masts. Aha. It's some sort of puzzle. Ein Puzzle also. Oh nein, nicht so eins. Oh Gott. I've unlocked. Und richtig. Haha! Ausgezeichnet. Gespräch mit Sarah Hawkins. Aha. Diese Walze war im Büro von Fuller versteckt.
Er hat seine Gedanken zu einer der vielen Psychoanalysen aufgezeichnet, die er an Sarah Hawkins vorgenommen. Easy, GG, ja echt mal. Ishan Files, I was right. Alright, und er hat hier auch direkt so einen alten Edison-Fotografen. Oder ich glaube, so heißt das, ne? Horchen wir doch mal. Conclusions, Session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. Mm-hmm. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. So, jetzt haben wir hier noch was zu entdecken, genau. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Sarah Hawkins ist quasi hier so die Schlüsselfigur. I presumed that her blood was the key. Oh, Experimente gehen los. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Ich stelle schon explizit an den Chat die Frage tatsächlich. Niklas. Ja, ja, genau, wie Marie das sagt gerade. Genau, ich rede einfach manchmal so, meine Gedanken spreche einfach aus. Ja, ich schau mal da, vielleicht hier, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ich sag schon ganz klar, okay, Chat, wie vorhin mit dem Schlüssel, ne? Das ist viel, lädt so mit rein, nein, das glaube ich, ja. Ja, ja, genau, immer noch Call of Cthulhu. Bernstein, moin, moin, hallo. wahrscheinlich heute nach dem Stream mal rumkommen. Aber außer, also es wurde gesagt, Biber Wut soll bleiben, Biber Smart. Und eins war noch, Biber Rollt, genau. Und Biber Rollt. So, hier gibt es also noch was zu entdecken. Dieses grüne kleine Fragezeichen, was ihr hier in der Ecke unten seht. Ah, was haben wir hier? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Aha. Then James came. I read that Charles was keeping secrets from him. Ach, dann ist auch noch der Captain hier auch noch. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Ah ja. Hawkins, Fitzroy and Fuller. What is the connection between these three? It's fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. Wow. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Wow, er hat die Leichen. Stimmt, die Leichen haben wir noch gar nicht begutachten dürfen, ne? Also als Detektiv jetzt im Keller versteckt. So, okay, wo ist hier noch ein Hinweis? Ah ja, was haben wir denn hier? Of course. Sarah Hawkins is the connection. Ein teilweise verbrannter Schuh erscheint Sarah Hawkins gehört zu haben. Ja, den anderen Schuh haben wir tatsächlich in dem Haus gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, das war der Captain von Anfang. Ja, ja, genau. Die scheinen alle irgendwie in Verbindung miteinander zu stehen. Nur ein Hinweis. Rekonstruktion. Genau, zum Beenden der Rekonstruktion kann ich das jetzt machen. Okay. So. Das war der Captain, der uns zur Insel gebracht hat. Ja. Genau, ab in den Keller. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie danach spielt oder sowas, weil wir waren mit Pierce hier ja auch schon. Ja, ich weiß. Wir waren mit Pierce ja hier auch schon, im Keller tatsächlich. So. Jetzt wieder raus. Unten in den psychiatrischen Flügel hinuntergehen. Ja, das wird aber bestimmt sehr aufregend wieder. It's all a trap. Ja, die haben irgendwie alle miteinander zu tun, ne? Ich meine, Darkwater ist auch eine relativ kleine Insel, zumindest ist so mein Eindruck bisher. Und da passieren einige dunklere Sachen. Ich glaube irgendwo hier, das könnte hier sein, ne? High Security, ja. Sind wir. Ich weiß nicht, ob das parallel spielt, wo wir mit Pierce hier waren, weil da ist sie ja auch aufgetaucht und hat uns geholfen.
Es passiert jetzt gerade. Ah, okay, okay. Okay, okay. Also alles nach dem Vorfall mit Pierce tatsächlich im Keller, wo er gesehen hat, wie dieser eine lange nicht gesehene Typ da von irgendeiner Kraft durch den Raum geworfen wurde und halt getötet wurde, nachdem er sich die Augen selber rausgemacht hat. Im Vorfeld schon. Das hat er wahrscheinlich dann in diesem Lagerhaus gemacht, was wir ganz am Anfang erkundet haben. Das ist alles schon ein bisschen sehr abgefahren hier, ne? Mal ganz kurz Kaffee nachschenken, ne? Oh. Ihr seid alle schon viel weiter in dem Spiel. Kann das sein? Oder ein paar von euch, auf jeden Fall. Und Sabi, alles gut? Alles geklärt gekriegt? Sieht aus wie bei mir in der Arbeit, nur nett. Wow. Ja, es ist eher so interessant gemacht, spannend, ein bisschen schaurig. Ich hab's fertig. Okay, Sabi. Das ist gut. Kann ich nachvollziehen, dass das eine Entlastung ist für einen selbst. Der gute Kaffee vom Boden, na klar. Wo der gute Kaffee herkommt, ne? Aus der Kanne. Hallo, Dr. Fuller, moin. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Was war das? Der hat sie doch nicht mehr alle, der Doktor. Pierce, das ist Pierce. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Da sind wir wieder im Laden, genau. Slowly. Stimmt, im Laden, Gott sei Dank. Talk, filthy thief! Or I swear I'll shoot! Wat? Es war Charles Hawkins, haben wir freigeschaltet. Ich habe nichts Falsches getan. Ja, es war Charles Hawkins. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Ich bin nicht sicher. Mary Colden. Ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit direkt sagen sollte. Ich meine, immer, der hat mich noch vor 5 Sekunden mit einer Waffe bedroht, aber ich geh mal mit der Wahrheit. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. Yeah. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Sabi, im Prinzip ist nicht super viel passiert. Ich musste auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Und zwar, beim letzten Mal endete das doch damit, dass wir das Buch aus dem Tresor geholt haben, nachdem wir das Rätsel gelöst haben und diesen Zahlencode rausgefunden haben. Das endete damit, dass wir in diese Ärztin reingeschlüpft sind. Und die haben wir bis jetzt gerade eben gespielt und haben im Prinzip ein paar Diagnosen gemacht und einen Schlüssel rausgesucht, das Wasser abgestellt, die Vorzimmerdame abgelenkt, das Büro gestürmt. Und da dann diese Akten alle gefunden und da warst du ja auch schon wieder da gerade, ne? Und jetzt sind wir Gott sei Dank wieder zurück. Als Dr. Pierce. Oder ja, wieso sage ich immer Doktor? Als der Detektiv. Als der Hauptcharakter im Prinzip. Hi, Ido, moin. Einen wunderschönen. Und Carina Sun. Moin. Schönen guten Tag. So, ich weiß nicht. Ja, komm mal mit. Alright. Alright. Dies wird dein Schicksal verändern. I need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins Mansion. Okay, cool. Now go. Rescue the doctor. Okay. Thank you, Drake. Ich glaube, er ist der Buchladenbesitzer hier, ne? Von diesem ganzen okkulten Buchladen hier. Okay, ab ins Institut. Wir haben ja selber mitgekriegt, in der Haut der Ärztin, was passiert ist mit ihr. Ist
ist halt ein hartes, absolutes Story-Game, genau. Kapitel 9, Riverside Institute. Das Buch projizierte Pierce in den Körper von Dr. Colden. Der Detektiv erlebte, wie die Freundin von Bradley ihre Ermittlungen durchführte. Mit den Experimenten von Fuller konfrontiert, betrat sie sein Büro und fand heraus, dass der Leiter des Riverside Instituts nicht nur Informationen über Sarah Hawkins, sondern vielleicht sogar ihre Leiche zurückhielt. Dabei wurde sie von Fuller entdeckt. Pierce muss sie retten, bevor es zu spät ist. Eistee, hi, einen wunderschönen. So, aber ich muss mal ganz schön auf Toilette, Leute. Ich bin sofort wieder da. Also, bis gleich. Gehen wir mal so ein, zwei Minuten, ne? Können wir alle mal ein bisschen aufstehen kurz, ein bisschen bewegen. Vielleicht was zu trinken holen und so, ne? Und dann sind wir gleich weiter, sind wir gleich wieder da und dann geht's hier direkt weiter. Also, Leute, bis gleich. Das habe ich ja gesehen hier. Smoke Chiller mit den 4 Monaten. Vielen, vielen Dank für 4 Monate der Unterstützung. Liebe, Liebe. Natürlich zurück, Smoke Chiller. Vielen Dank. Und natürlich über den Abelsloch mit dir. Dankeschön. Ist er wieder da? Hat sich wieder sowas plumpsen lassen. Ausgezeichnet, Sabi. Ja, da bin ich schon wieder da. Pipi geht schnell. So. Und natürlich einen wunderschönen guten Tag, Smokey. Dankeschön. So, jetzt sind wir als Pierce im Institut. I pray that Colden is really here and alive. Ach, wir sind direkt in seinem Büro hier jetzt. Alright. Gucken wir mal. Oh. Mal sehen, ob wir es jetzt geknackt kriegen. Oh, ich glaube, hat er gemacht, oder? Ja, sieht fast so aus. Okay, wir haben es ja gelevelt, ne? Der hat halt immer recht, genau. Tagebuch der Frau von vom Reverend, Band 1. Das Tagebuch der Frau von Reverend Wickwood. Ihr Ehemann, John, erbaute gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Anwesen der Hawkins, Hilltop genannt. Sie gehörten zu den ersten weißen Siedlern der Insel. Die vorherigen Bewohner verschwanden unter mysteriösen Umständen 3 Jahrhunderte zuvor. Die haben aber auch ein krasses Anwesen da oben, ne? Diese riesen Villa. Alright, so. Gucken, ob wir hier rauskommen. Nein. Right. Enough time wasted. Colden needs me. Genau. I must find her. So, hallo. Wow! Ich wusste nicht, dass man hier jetzt auch noch schleichen muss. Okay, okay, ist gut. Oh, was ist denn mit eurem Sound? Was ist denn mit eurer Abmischung hier? Das habe ich letztes Mal schon gefragt. Warum sind manche Sachen so mega laut? Was soll das? So. Junge, Junge, Junge. Holy moly, ja, dachte ich auch gerade, aua. Ja, sorry, Leute, sorry. Ich habe nichts an der Lautstärke geändert. Auf einmal haut das Game hier mal so richtig rein, ne, mit der Lautstärke. Ich habe es mal ein bisschen leiser gemacht jetzt. Junge, Junge, Junge. Bis gleich, Kermit. Der Bärtige, moin. Jetzt bin ich wach, ich auch. Okay, gut zu wissen. So, das können wir jetzt überspringen hier. Das haben wir ja gesehen. Ich wusste nicht, dass ich schleichen muss. Ist ja pray gut. That Colden is really here and alive. Ja, ja. So. Genau, das haben wir auch eben mitgenommen. Diary. Hier ist nichts drin. Ich glaube, mehr können wir hier auch nicht mitnehmen, oder? Ich guck noch mal ganz schnell. Ah. Ja, ja, was haben wir denn? Ah. What the Fuller too. Ja, die haben alle irgendwie Schlafmittel, alle.
Eine kleine Flasche mit Schlaftabletten wird wahrscheinlich bei Patienten verwendet, die Schwierigkeiten beim Einschlafen haben. Ja. Fuller wohl auch. Alle haben sie hier Schlafprobleme. Auf der ganzen Insel. The Scylla is here. Like in the vision. Ja. Holden came this way. Ja, 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 ja. Ich würde gerne manuell mal speichern, tatsächlich. Bricht im Büro ein, wird Personal gesehen, fragt sie, was sie wohnen wollen. Ganz right. Viele Herz für Kubi. Ja, keine Ahnung. Wasted. Colden needs me. I must find her. Boiler Room. Natürlich abgeschlossen. Blackout, hi, jemand, moin. Ich kann mal kurz das Feuerzeug wegmachen. Ich meine, hell genug ist es, ne? Kuckuck. Da ist auch jemand, habe ich doch gesehen. Können wir hier rein? Jo, sehr gut, hier müssen wir eh rein. Whoa, 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 whoa. Nicht schon wieder, nicht schon wieder! Not like this! Not like this! What is happening to me? Nicht du schon wieder! Was ist hier los? Benny, hi, einen wunderschönen. Und Benny, danke auch für deinen Restart, danke für 6 Monate, ein ganzes halbes Jahr der Unterstützung. Vielen, vielen Dank und ganz viel Spaß natürlich mit der silbernen Badge und selbstverständlich auch. Ab ins Loch mit dir. Vielen Dank. Oh Gott, nicht dieses Vieh, das ist das, was auf... Oh Gott, dieses... Oh mein Gott. Hallo? What was that? Kamikaze! Transported somewhere else. Kamikaze, danke für 24 Monate, danke für 2 Jahre einfach. Kamikaze. Die Platin Badge steht ja ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank. Für deinen Support, Platin-Biber, so sieht's aus. Hashtag Kaffee für Sabi, immer, immer. Und natürlich war denn. Aber ist noch mit dir. Vielen, vielen Dank. Okay, okay. Okay, ihr erinnert euch an das Vieh, ne? Ihr erinnert euch da genauso dran wie ich wahrscheinlich. Okay, wir folgen einfach mal hier diesen Glitzerstaub. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Was ist hier? Nix. Jetzt ist es schon ein bisschen dunkler hier, ne? Gucken, ob es hier was zu entdecken gibt. Kürzer als gedacht, ne? Tja, Rise. Okay, dieses interessante Buch. Genau, das hatten wir vorhin schon gefunden. Aber diesmal... Sollte es skillen. Kannst mal sehen, Rice, ne? Sind hier doch nicht so doof, wie du dachtest, oder? Okay. Irgendwas muss es doch hier noch geben dann. Oh Gott, was ist hier passiert? Room, da war ich gerade, okay. So. Die Sounds gefallen mir hier gar nicht. Okay. What happened? Something has changed, but oh. What? Was ist das für ein Vieh? Oh, Michael, ist letzte Folge. Da, ja, das ist schon so kein so nettes Vieh. Ich habe jetzt eine andere Lampe genommen, jetzt hat sich irgendwas verändert. Auf jeden Fall, schauen wir mal kurz weiter hier. Was Sound aus? Nee. Wir wollen doch die ganze Atmosphäre hier aufsaugen, oder? Oder? Wollen wir doch alle, oder nicht, oder wie, oder was, oder wer? Nee. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Lampe dann für diese anderen Zeichen. Alles rosa gleich für ungruseliger, genau. Okay, ich folge dann mal dieser, der pinken Spur. Okay, jetzt. Das sind diese Schutzzeichen, haben wir schon festgestellt. Hier war eben dieses. Diese Teleportfunktion. Es muss doch irgendeinen Sinn haben, dass wir jetzt hier einfach ohne Probleme reingekommen sind. Oh, ach so, okay, oh Gott. Jetzt müssen wir hier
Warte mal. Wahrscheinlich ist das ganz abgefahren, dass man hier zwischendurch die Lampen wechseln muss. Ja, ja. Genau, jetzt ist wieder grün. Jetzt, genau, das passiert hier. Ah, jetzt die Tür aber auf. Ah, ja, 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 okay. Okay, wir haben die Tür geöffnet mit der pinken Lampe. Jetzt können wir hier rein und können hier was untersuchen. Helligkeit erhöhen. Mussten wir anleuchten. Okay. Jawohl. Meister. Ich leuchte das alles an hier. Was ist... Der Kragen in der Tür, I feel safer already. Okay, sind wir hier durchgegangen? Jetzt sind wir hier ganz woanders wieder. Fängt auch schon das Atmen an hier. Power of Christ compels you. Hey, 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 wieso? Was passiert hier? Kann ich eine andere Lampe nehmen? Das wird immer dunkler. Okay. Party Crasher. Vielen Dank für 7 Monate, Party Crasher. Kleiner als 3 natürlich zurück. Vielen Dank. Und natürlich weiterhin. Aber es Loch mit dir. War nur minimal verstörend, oder? Okay, ich weiß nicht, ob wir hier eine andere Lampe nehmen müssen. Vielleicht. Und so mit der kommen wir dann vielleicht sogar hier rein. Nein. Die grünen leuchten hier hin. Hier können wir diese Tür öffnen. Müssen wir jetzt... Oh, ist wieder... das war wieder eine andere Tür hier. Okay, okay. Okay, okay. Moment. So, dann wechseln wir nochmal die Lampe und können dann hier rein jetzt. Alles klar. Hab keine Ahnung, du etwa? Nein, nein, nein. Genau, jetzt können wir hier rein. Jetzt porten wir uns nicht mehr hier rum. Was ist das denn? Warum? Ich kann hier... Hier komme ich nicht ran. Also, ich... Ist zwar ein Punkt, irgendwas zu beobachten, oder muss ich es anleuchten? Nee. Okay, hier kann man wieder teleportiert werden. Ich geh mal hier rein. Wupp. Jetzt sind wir hier in diesem Bathroom. Okay, angeleuchtet. Francis Sanders. Das war doch der, den wir haben sterben sehen, ne? Okay. Jetzt führt das... Okay, ich muss wahrscheinlich diese ganzen Zeichen da anleuchten. Ja, 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 das hier auch. Mal kurz hier gucken. Es führt hier noch weiter. Ja, ja. Okay, oder ich muss hier das anleuchten jetzt. Ja. Okay. So, hier geht der Strahl weiter. Diese Sounds sind schon minimal creepy im Hintergrund, ne? Jetzt wird die Lampe hier langsam leer. Ich weiß nicht, ob wir noch... Warte mal, müssen wir, glaube ich, schnell wechseln. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ah ja, hier doch, hier war das. Da. Ganz schnell wechseln hier. Ich glaube, wir brauchen eh die Pinke jetzt gerade. Genau, hier ging der Strahl durch die ganzen... Genau, und hier ist... Hier, mit der Lampe kann man nicht leuchten. Hm. Gulasch immer noch frisch. Die Lampe in allen Farben? Nee, nee, also nur in den 2. Also ich habe so, mein Verständnis bisher sagt mir, okay, mit der hier öffnet man so die Wege und mit der anderen kann man das so irgendwie zurücktreiben oder irgendwie auslöschen, dieses. Warte mal, aber dann wechsle ich nochmal auf die grüne. Jetzt sollte, genau, ist wieder voll, ausgezeichnet. Genau, und jetzt sollten wir mal wieder dem Strahl folgen. Kann ich das hier anleuchten? Nee. Hm. Strahl folgt, führt hier rein. Und dann hier hoch. Hm. Aber kommt der hier wieder raus? Ja, ja, ja. Okay, dann geht er hier weiter. Ah, okay.
Ich muss nur gucken, wie ich hier reinkomme. Hier nicht. Moment. Müsste eigentlich von hier dann gehen, ne? Ja, genau. Das kann ich wieder anleuchten, dann geht's weg. Oh, der fuck, da vorne ist das Vieh. Und ich muss den ganz schnell mal eben schnell wieder Lampe tauschen. Oh Gott, habt ihr das Vieh gesehen? Neulich hat jemand zu mir gesagt, ich lebe in einer Fantasiewelt. Ich wäre fast von meinem Einhorn gefallen. Echt schlimm. Echt mal seetreuer. Drumfire, ahoi, moin, moin. Ich weiß nicht, ob wir mit der hier das machen sollten. Über Block A. Da vorne ist eben das Vieh rumgekraucht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber... Na toll, jetzt ist hier wieder zu. Aber warte mal, hier führte der grüne Strahl rein. Von daher können wir mal wieder die andere Lampe nehmen. Xanderbär, einen wunderschönen, hallo. Nein, welches Vieh? Augen zu, genau. Welche Tank? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Okay, versuchen wir es nochmal. So, pass mal auf jetzt gleich. Da vorne läuft das gleich. Eben lief's da. Mir macht noch mehr Sorgen, dass es jetzt nicht mehr da ist. Hallo? Hier ist der Strahl. Okay. You are confronting powers that surpass. Lovedark, hi! Sie treten Mächten entgegen, denen sie nicht gewachsen sind. Organ and Drake. Mhm. Organ and Drake war eben der Buchladenbesitzer, ne? Der uns eben am Ende die Hilfe angeboten hat. Okay, jetzt können wir das hier ausleuchten. Ausleuchten im wahrsten Sinne. Einen wunderschönen Dorftag. Hi. Willkommen, willkommen. Okay, jetzt geht's mal wieder durch ein paar Wände und so. Das hier jetzt eher so ein bisschen eine Fleißaufgabe. Hey, hörst du auf, hier rum zu gurgeln? Alter. Kurz wieder das andere Licht nehmen. So, der Strahl ging hier lang. Genau, hier können wir jetzt durch. Hier war vorher so ein Kraftfeld oder so. Das haben wir dann ausgeleuchtet. Natürlich ist der Ausgang versperrt. Aber na klar. Gurgeln ist eine Zeo-Maschine. Ja, ja, genau. Ah, da vorne ist so eine Tür. Okay, okay. Einfach nur geradeaus hindurch. Sehr gut. So, mit der Lampe haben wir auch keine Ladung. Ne, Moment. Wir sind doch hier jetzt wieder im Büro. What? Aber das war eine Tür, die eben... Ja, auch mit so Schutzzeichen auf jeden Fall jetzt davor ist. Okay, und hier wahrscheinlich die nächste Wand. Okay, aber ich glaube, das war schon gut, dass wir jetzt, da diese Tür aufgemacht haben. Moment, dann gehen wir mal eben zurück, wechseln mal wieder die Lampe und gehen dann wieder hier lang. Kikaida, moin, ein wunderschön. Schön, dass du wieder einschaltest. Ich will nur spielen, natürlich. Grüne Lampe ist so die Horrorlampe. Da wird auch direkt alles dunkler hier. Ne, Moment. Wir müssen hinten hier lang. Aber Moment, vielleicht können wir dann in das Büro ja rein. Ich meine, wir müssen auf jeden Fall dem grünen Strahl weiter folgen. Fuck, Alter! Da bin ich nur ein bisschen doll erschrocken. Alter, habe ich das nicht erwartet. Oh, kurz Gänsehaut, ja. Puh, das war wirklich fies, ja. Das war sehr, sehr, sehr fies. Nee, wir sind schon wieder im Detektiv-Kazoo. Oh, räudig. Das war räudig, das meine ich. Das passiert hier nicht oft. Toll. Oh. Gänsehaut habe ich auch, ja. Hör auf, hier drin rumzuatmen.
Ich weiß, wer wach ist. Ja, ich auf jeden Fall auch. Och. Junge, Junge, Junge. Muss doch nicht sein, sowas. It looks like things are back to normal. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist wieder alles. Normal. Alles wieder normal. Hm. Puh. Okay. So. Dann gehen wir mal runter in die psychiatrische, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt auch hin, würde ich sagen. So. Der normale Horror geht weiter, ja? Alles wieder okay normal. Richtig, richtig. Okay normal. Alles gut, Kasum, alles gut. So. Oh. Das ist natürlich völlig normal, dass hier im Keller ein bisschen Blut auf dem Boden ist. Nur guckt man einfach mal nach. So. Hallo? Will man hier sein? Vor allem ist das eine ganz andere Tür hier gewesen, ne? Okay, das ist fies mit dem Gesang. Lange dunkle Korridore, nie gut, nee. Und Paddy! Paddy mit dem Tier 2 und 31 Monaten. Nee, ein Solo-Biber-Klatsch machen wir hier nicht. Paddy, vielen, vielen Dank. Sehr großzügig, Tier 2 und 31 Monate. Vielen Dank für deinen Support. Und natürlich auch weiterhin abends noch mit dir. Vielen Dank. Wenn du morgen da bist und morgen auch noch da ist, dann sag mal Bescheid. Dann machen wir das zu zweit. Vielen Dank. Oh, ich bin noch kurz am Wegverdauen. Ich laufe einfach mal weiter in eine Richtung. Ich meine, es geht immer weiter. Ich weiß nicht, ob wir in irgendeine Tür rein müssen oder so. Vielen Dank auf jeden Fall, Paddy. Oder ob hier irgendwas, ob man hier irgendwas sieht. Dass man mal was sieht hier. Ah, hier ist eine Tür ohne. Na doch, sehr dunkel nur. In VR wäre das, glaube ich, wirklich bitter. Ich glaube auch, ja. Ach, guck mal, da sind wir. Damnation. That's me. What the fuck? Oh Gott. Oh Gott, kriegen Panikattacke. Und jetzt nochmal, jetzt die Tür auch noch weg. Was ist das hier? Was ist Scheiß? Ich will das nicht. Not like this. Oh, und auf einmal drehe ich mich weiter und jetzt ist hier auf einmal sowas wieder. Alter, jetzt aber hier mega abgefahren auch irgendwie. Hallo? Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Colden? What's going on? Was it a hallucination? Evo, vielen Dank für 20 Monate. Danke auch für deinen anhaltenden Support. 20 Monate schon, oh mein Gott, hör mir auf, ey. Evo, das ist schon eine ganz gute Arsch voll Zeit, ne? Vielen, vielen Dank. Evo 20, wie passend, 84. Dankeschön. Und wie war denn? Abends noch mit dir. Oh Gott. Das hier ist aber richtig Abfuck auch hier, ne? Richtig what the fuck ist hier los. Das ist hier richtig Mindfuck gerade. Ach, Dr. Fuller, einen wunderschönen guten Tag. Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. Was machen Sie denn da? I'll be with you in a moment. Was machen Sie denn da? Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Uff. No, it can't be. No, you son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Ugh!
Holden? What the fuck? Was ist hier los? Hallo? Hallo? Holden, was haben sie mitgemacht mit dir? Einer dieser What the fuck-Momente, ja. Genau, Partycrasher, genau. Vielen Dank nochmal, Frechtersköttel, fürs Zusammenfassen. Mein Fakt in Kurzform. Ein Kriegsveteran, der als Detektiv arbeitet, wird beauftragt, den Tod von Sarah und ihrer Familie zu überprüfen. Genau, die sollen durch einen Unfall durch ein Feuer gestorben sein. Sarah war Künstlerin, die sehr verstörende Bilder gemalt hat. Bei den Nachforschungen kommt er einer Art Kult auf die Spur. Genau. Das Ganze spielt im Lovecraft-Universum. Genau, es geht hier um diesen Cthulhu-Mythos. Abgedreht, willkommen im Kopf von H.P. Lovecraft. Ja, Jenny, ich merke das schon. Das ist schon sehr, sehr abgedreht. Aber das ist jetzt gerade noch krasser als alles vorher. Mhm. Willkommen zurück, Sash. Hi. Okay, geht automatisch. Hallo? Oh, Solaris, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe mich da vorher gar nicht drüber informiert. Ich muss nur sagen, ich finde es spannender, als ich anfänglich dachte. Das ist so Gänsehautatmosphäre. Das sind auch immer so krassen. Das finde ich immer besonders heftig. Das war auch der erste wirkliche krasse What the fuck-Moment, den ich hatte mit diesem Spiel. Ja, moin. Cool, genau, Evo. Dankeschön. Sarah. What did they do to you? Can you speak? I gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. No. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Krass, eigentlich ist die tot. Keine Ahnung, warum wir die jetzt auf einmal Leben finden und ob die echt ist oder sonst was, das weiß man alles nicht. Was ist hier denn? Was kann ich denn hier sagen? VST-Bedingungen gültig. Was ist das denn? Ist das hier Cthulhu-Sprache oder... Was kann ich denn hier sagen? Ich weiß nicht, eigentlich würde ich aus Interesse das gerne mal sagen, tatsächlich. Ich habe mit ihm gesprochen, Redegewandtheit Profi. Sie sind nicht unbedingt eine Gefangene. Psychologie-Experte kann ich nicht sagen, das setzt das nämlich voraus. Wer? Oder wer? Sprache der alten Götter. Ich weiß nicht, soll ich das sagen?
Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie hart triggert oder so. Sprich Simlisch, ja, genau. Okay, ich sag das jetzt, Ich kann das nicht ein... Oh nein, es hat schon wieder diesen Bug. Ich kann nichts anklicken jetzt. Das, tatsächlich hatte ich das schon einmal bisher in dem Spiel, dass er das genau das gleiche hatte. Moment, ich glaube, ich muss einmal killen, das Spiel. Ich meine, der hat auch gerade gespeichert. So, beendet. Genau, okay. Starten wir nochmal. Und dann auch noch genau an so einer Szene. Ich hätte das gerne gesagt. Ich wollte mal sagen, mich hätte mal interessiert, was er dann sagt oder wie er das sagt. Okay, bei dem ehemaligen Spiel, also keine Ahnung, bei dem Spiel, was es schon lange gibt, das habe ich nie gespielt tatsächlich. Aber bei dem ist das eher, am Anfang ist das so, denkt man sich, okay, was ist hier überhaupt los? Und alles ein bisschen weird. Aber dann nimmt das nach und nach so ganz schön Fahrt auf, finde ich. So nach anderthalb, zwei Stunden fängt das dann an, interessant zu werden. Also so war es bei mir. Sprache aus Len. Okay. Uff, keine Ahnung, Fanzbergs, was du da schreibst. Ich möchte es ungern laut aussprechen. Na, beschwöre ich hier die Armee der Finsternis oder so. So, nochmal laden hier. Oh, war schon eben ein bisschen hart auch. Junge. Kayantao, moin. Celeste, okay. Plattformer haben wir auch erst noch nicht so wirklich gespielt, tatsächlich. Aus wie griechisch, wow. Klar, 18 Uhr. Montags bis Donnerstags immer 18 Uhr, klar, Rundei und moin. Und Herr aller Dinge, hallo. Jo, anderthalb Stunden, ne? Ja. Besseren Abend, so, mal eben sehen. Ich hoffe, ich bin jetzt hier direkt wieder bei ihr. Ja, ich glaube, es ist nämlich der Fall gerade. Oh, das hier. Ne, das haben wir gerade gesehen. Das überspringe ich mal. Okay. Colden? Okay, so. Gehen wir mal wieder hin da. Hallo? Ich hoffe, ich kann das jetzt sagen. Direkt. Also, dass es jetzt funktioniert. Aber das können wir auch immer überspringen. Wie gesagt, wir haben es ja gerade eben gesehen. Genau. Hier allerdings, das muss selber wissen. Gold and I, the Azure. I don't see him. Are you feeling? I'm. Let's get. Come with me. It's a sea. Mrs. Oh, but he. Ich sag das jetzt. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. Schicksal wird das verändern. Copy. Discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible, terrible consequences. All right, come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. Die sollten eigentlich alle tot sein. Das ist auch mega abgefahren. Also das ist diese Künstlerin Sarah Hawkins. Ja, das meine ich. Of course. Das war nämlich mega abgefahren. Das war der erste richtige harte What the fuck-Moment für mich. Weil ich habe diese, also der Charakter hier, Pierce, hatte noch nie mit dieser ganzen Familie zu tun. Und ich habe deren Haus durchsucht und in einer Galerie auf einmal ein Bild von mir gefunden. Das war schon heftig für mich. Okay, Herr aller Dinge. Okay. What the? Oh no. Oh fuck. Oh fuck. Ich glaube, ich hätte nicht zurücklaufen sollen oder so. Holy. Nein! Okay. Erneut.
Ich meine natürlich von einem Pierce, Kayan Tao. It was in your studio. What? You painted me. Mm, genau, auf Steam. That's where you saw me. Of course. Hm. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Ja, jetzt warten sie hier. Soll ich dann geradeaus weiter durch oder was? Gucken wir gleich mal. What the? Oh no. Okay, okay, let's go, let's go. Komm, Sarah, komm. Haben wir geschafft? Okay, let's go. Sehr gut, sehr gut. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. Jetzt kriegt man so ein bisschen eine Erklärung auch. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. Oh, Fastparks. Okay. Da hat das ja schon ein bisschen... Na, war das ja schon sehr interessant für dich auch. Ja, genau. Und überall ist immer diese grüne Farbe. Entweder grüne so Tränke, die wir in dieser Höhle gefunden haben, oder halt dieses grüne Gas und sowas. Das ist alles immer nicht so gut, ne? Ach, brauchen wir wieder ein Werkzeug? Ja, Mensch. I'd be better off finding a tool. Okay. Liegt das hier irgendwo rum, oder was? Oder wie läuft das hier? Oder darf ich jetzt wieder zurückgehen? Oh, hier haben wir das. Perfekt. Ja, den alten Schürhaken. Let's go, den nehmen wir doch mal. Ja, geil, gute Idee. Direkt kaputt gemacht. Alright. That should do it. Let's move. Ja, super. Charles, ein wunderschön. Allen Oktopoden. I'm your puppet no more. You bastard! You owe me obedience. Leave her alone. We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Wolfklar, danke für den Host und moin moin. Get rid of its members.
Unhinged are out of your league, Detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Junge, Junge, Junge. No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Whoa. Alter. Spicker, moin moin. Ich find's echt interessant. Sehr abgefahren, aber interessant. Oh, er hat ihn noch einmal gegeben. Und Melings, vielen, vielen Dank für 14 Monate. Viel Erfolg weiterhin. Weiter, Bibern. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Melings. Und weiter natürlich habe ich noch mit dir. Dankeschön. Jo, Mensch. Junge, Junge, Junge. Einfach mit der Axt ins Kreuz. Ja, echt. Stiefel im Bild. Da steckt ihm was im Rücken, auf jeden Fall. So, Kapitel 9, Villa der Hawkins. Endlich mal wieder zurück hier in die Villa. Mit ihr. Nach dem Tod von Colden dringt Pierce, geplagt von Halluzinationen, weiter an das Riverside-Institut vor und entdeckt Sarah Hawkins lebendig und als Gefangene von Dr. Fuller. Das letzte Gespräch zwischen Charles Hawkins und seiner Ehefrau offenbarte, dass er versuchte, sie vor dem Einfluss des Mythos zu bewahren. Er warnte Pierce, sollte Sarah den Verlockungen des Kults erliegen, so verlöre sie jeglichen freien Willen, ermögliche dem Kult, seinen Plan umzusetzen, einen uralten bösen Gott zu beschwören. Nun muss Pierce mehr über Sarah Hawkins und ihre Absichten erfahren und einen Weg finden, sie zu beschützen. Interessant. Pass auf, und am Ende lebt der Junge auch noch. Let's go. The guilt. Guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. Oh-oh. Was sind diese Aussagen? My work was what lured me here in the first place. Hier, so eine Bilder hat die gemalt. Ja. Ah, jetzt erfährt man so ein bisschen, was mit dem Jungen ist. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. Da sieht man, wo das Feuer ausgebrochen ist, oder? You are mine. Hui.